Zeit davor, einem Drachen nämlich. Den spannt sich der Surfer quasi davor und dann lässt er sich ziehen. Das klingt eher gemütlich, ist aber eine rasante Trendsportart. 17:30 live präsentiert am kommenden Wochenende auf Fehmarn das Kiteboard Camp. Und da können Sie das Kitesurfen auch lernen. Zwei von Ihnen schicken wir kostenlos hin. Ein Fun-Sport-Weekend auf Fehmarn, gleich bei uns zu gewinnen. Je kräftiger der Wind, desto schneller, höher, weiter geht's ab. Manchmal bis zu 12 Meter hoch. Weltmeister Flash Austin zeigte zuletzt im Juni vor Helgoland, dass das Unmögliche in diesem Sport möglich ist. Deshalb fühlen sich Surfer und Snowboarder gleichermaßen magisch angezogen. Der deutsche Meister Stefan Püttlik steht dem nichts nach. Auch bei Flaute wird am Strand von Fehmarn trainiert. Stefan hat die Kitesucht gepackt. Es ist einfach Wahnsinn. Man fährt auf der Kante, hat richtig Druck im Drachen, springt ab und das ist faszinierend einfach. Man kann es kaum beschreiben. Dieses Gefühl im Magen, wenn es nach oben zieht und man gar nicht weiß, ob es einen jetzt 5 Meter hochzieht oder vielleicht 10 Meter hochzieht. Wahnsinn. Doch bevor es so abgeht, ist genügend Training dringend geraten. Wie für viele andere Sportarten auch gibt es Kiteschulen, in denen erfahrene Kitesurfer Anfängern auf die Bretter helfen. Die Leute bekommen eine Flugschule, wo sie erstmal merken, was für eine unglaubliche Power diese Kites entwickeln können. Sie werden sehr viel Sicherheitshinweise bekommen. Wie starte und lande ich die Kites? Wie bringe ich sie auch sicher auf dem Wasser wieder zum Starten und Landen? Und wie schütze ich auch die Leute am Strand vielleicht? Man muss immer denken, dass sich so 30 Meter von mir dieser Kite sich bewegt. Und wenn ich den nicht unter Kontrolle habe, habe ich einen riesen Aktionsradius, den ich da auch irgendwie beschädigen kann. Und wer beim Kitecamp am Wochenende auf Fehmarn dabei ist, ist vielleicht auch schon bald so auf der Ostsee unterwegs und springt bis zu 12 Meter hoch. Vorausgesetzt, der Wind pustet stark genug. Einen deutschen Meister an einem Strang ziehen, das wollte ich eigentlich schon immer mal. Und wenn Sie wollen, können Sie das am Wochenende auch tun. Denn Sie können jetzt eine Reise gewinnen nach Fehmarn für zwei Personen und der Teilnahme am Kitecamp am kommenden Wochenende. Sie müssen nur eine kleine Frage beantworten, und zwar, wie hoch können die Kiteboarder zurzeit springen? Das ist die Frage. Viel Glück. Ja, wenn Sie völlig kostenfrei dabei sein wollen, dann brauchen Sie nur etwas Glück. Wie gesagt, wir verlosen ein Fun-Sport-Wochenende im Kiteboard-Camp auf Fehmarn am kommenden Wochenende für zwei Personen. Einfach diese Frage beantworten. Wie hoch können Kiteboarder springen? Die Antwort per Telefon 090 24 12 80. Kitesurfer Camp und Stefan Püttlik ist jetzt hier bei uns im Studio, der deutsche Meister im Kiteboarden, stimmt, ne? Ja. Wer hat das jetzt eigentlich erfunden, das Kiteboarden? Ist ja neu, ne? Also es ist eine relativ neue Sportart, geben tut sie schon so, würde ich sagen, 5 Jahre. Ja, das ist ja nix. Ja, das ist also für die ersten Grundzüge beim Kitesurfen eigentlich, die wurden so vor 5 Jahren gemacht. Das ist so ein bisschen wie Surfen mit einem Drachen davor, man kann sich das schlecht vorstellen. Wir gucken uns das mal kurz an, wie das aussieht. Wir haben da rasante Bilder von euch beim Kitesurfen, guck mal hier. Da ist jetzt oben dieser Drachen dran, ne? Ja, also der Drachen hängt so in 30 Meter Höhe. Und wie man hier auch gut sieht, haben die Jungs eine Stange in der Hand, ja. An der man praktisch sich dann festhält und den Drachen steuern kann. Und was ist, wenn der jetzt mal abstürzt, der Drachen? Wenn der im Wasser liegt, den kann man ohne weiteres wieder starten. So. Der ist eben ein Stückchen weg. Mein Gott, wie hoch fliegt man denn damit? Das sieht ja irre aus da. Also es sind so knapp 15 Meter hoch und man ist dann bis zu 6-7 Sekunden in der Luft. Also das ist richtig. Man kann das jetzt auch mal sagen, das ist diese Stange, die du hier hast, also an der man sich dann festhält. Also das ist dann so irgendwie oder was? Und dann ist da oben der Drachen dran. Ja, genau. Also im Endeffekt gehen die Schnüre links und rechts von dieser Kontrollbar weg. Genau. Und gehen dann eben oben, nach oben, der Drachen hängt so in 30 Meter Höhe. Und man steht dann direkt auf dem Brett. Um die Kraft jetzt ein bisschen aus den Armen zu nehmen, weil man kann ja nicht die ganze Zeit an dem Drachen hängen, hat man eben dieses Trapezium, das ich jetzt hier auch anhabe. Und dann hake ich das ist jetzt dieser Drache. Das ist, muss man dazu sagen, das ist ein kleiner. Ne? Ja. Wir hatten vorhin hier einen größeren drin, haben wir fast gar nicht mehr rausgekriegt, weil die sind riesengroß dann. Ja, also je nach Windstärke hat man dann eben verschiedene Drachen. Bei starkem Wind braucht man eine kleinere Fläche. Die liegt jetzt hier mit diesem Drachen bei 7,5 Quadratmeter. Ich habe noch einen ganz kleinen mit 5,5 Quadratmeter.
Niedlich. Ja, und, ja. Und die großen, die sind so 11,5 Quadratmeter bis zu 15. Kannst du uns das Board noch mal zeigen? Das ist ja nun auch ganz anders als so ein Surfboard. Da sind ja richtig Schlaufen dran. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Guck mal hier, ja? Ja, also das Brett, das ist jetzt auch schon ein sehr neues, modernes Brett. Die Entwicklung, die geht da rasend voran. Das sind hier die Schlaufen, ne? Hier kommt der Fuß durch, dass man es mal sieht. So, hier kommt ein Fuß durch dann nachher. Ja, genau. Also hier stehe ich mit beiden Füßen dann drin. Ja. Und das Brett ist jetzt im Gegensatz zum Windsurfen viel kleiner. Nicht 2,50 Meter, sondern 1,50 Meter, wie es jetzt hier auch. Und wie lange machst du das schon? Ein Jahr. Ja. Ich bin davor allerdings auch schon viel Fun-Sport gemacht. Ja. Ich komme aus dem Snowboard-Fahren, Skateboard-Bereich. Nun ist ja dieses Kiteboard-Camp auf Fehmarn. Was passiert da ganz kurz noch? Da kann jeder hinkommen zum Gucken erstmal und man kann auch ein bisschen was lernen dabei, ne? Ja, erstmal soll es halt den Leuten näher gebracht werden. Sie können sich da das mal alles ein bisschen angucken. In der Zukunft, nächstes Jahr, wird es bestimmt noch mehr Camps geben, wo man dann auch mal hingehen kann und vielleicht auch mal selbst ausprobieren kann. Einfach. Wichtig ist, man muss jemanden haben, der einem das beibringt, der einem das zeigt, weil so ein Drachen immense Kräfte letztendlich entwickelt. Und man sollte eine erfahrene Person eben haben, die einem das zeigt. Na, du bist ja da, da haben wir einen deutschen Meister da. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan Püttlik. Und viel Spaß auf Fehmarn. Danke. Ja.